Name ist André Stadler und ich bin seit knapp 2,5 Jahren hier der Zoodirektor im Alpenzoo. Der Alpenzoo ist ein ganz, ganz spezieller Zoo. Wir halten die Tiere der Alpen in den Alpen mit einem klaren Schwerpunkt auf Artenschutz und Umweltbildung. Und das hebt ihn doch von der großen Masse ab. Wir sehen es ein bisschen im Hintergrund. Wir sind mitten in den Alpen. Der Naturpark beginnt direkt an der Grenze des Zoos. Und natürlich, wenn man diesen Blick hat, diese Lebensqualität, also ich kann mir keine schönere Stelle vorstellen, um einen Zoo zu führen. Steinböcke sind bestens angepasst auch ans alpine Leben, also man sieht so ein bisschen die Klauen, die können steile Wände hochgehen. Ja, und ähnlich kraxelt auch unser Fahrzeug hier bei Wind und Wetter um. Der ist eigentlich täglich bei uns im Einsatz, das ist unser Dauerfahrzeug. Damit bringen wir Dinge von A nach B, sei es eine Transportkiste, sei es unser Futter. Wir laufen den ganzen Tag durch unseren Zoo, da sind 30.000 Schritte kein Problem. Manchmal benutzen wir das auch einfach, um nur von A nach B zu kommen, um als Taxi sozusagen innerhalb des Zoos für uns selber. Nachwuchs bei unseren Steinböcken setzt sich immer im späten Frühjahr eigentlich ein. Also so ab Mai rechnen wir eigentlich immer mit den Jungtieren. Manche sind auch im Juni, manche im April. Und die erfüllen schon ziemlich das Kindchenschema. So ein kleiner Steinbock, der aber direkt aktiv ist und hier durchs Gehege hops, das ist schon was ganz, ganz Tolles. Und ja, gerade Menschen, Frauen sagen auch was sehr, sehr Liebes. Also unser Traktor ist hier eigentlich universell im Einsatz, aber zum Beispiel hier bei den Steinböcken brauchen wir ihn auch, um unser Futter hier hochzubringen. Wenn zum Beispiel das Heu kommt, irgendwie muss man den ja an den höchsten Punkt des Zoos, wo die Steinböcke sind, bringen. Und da ist unser Traktor natürlich eine super Lösung, dass wir da dann das Heu, die Heuballen und so weiter hier hochbringen können. Steinböcke sind die besten am Berg, weil sie ans Bergleben perfekt angepasst sind. Also wenn man sich die Biologie anschaut, sie haben diese doppelte Klaue unten und können damit Steilwände hochgehen. Die können sich nur mit einer Zehe sozusagen festhalten. Also wenn das nicht die besten am Berg sind, weiß ich es auch nicht. Und es ist natürlich ein Tier, wo der Alpenzoo schon lange Arten- und Umweltschutz betreibt. Also nicht nur die Umweltbildung, die man jetzt hier toll im Gehege sieht, wann kommt man so nah an einen Steinbock. Aber eben auch seit über 30 Jahren wildern wir Steinböcke aus hier in Tirol. Und dass es mittlerweile über 5000 Tiere wieder in Nordtirol gibt, ist auch ein Erfolg vom Alpenzoo. Und da sind wir natürlich absolut stolz drauf. Und neben dem Steinadler ist der Steinbock auch schon so ein bisschen Tiroler Tier, kann ich mal als Zureister sagen.